Avatar, der Herr der Elemente, ist, seit es auf Netflix ist, wieder richtig gehypt. Und das ist auch gut so. Aber dadurch, dass es so gehypt ist, kam jetzt immer wieder die Frage, wie schmecken eigentlich die Feuerflocken? Da ich mir die Frage schon vor 10 Jahren gestellt habe, kann ich sie heute für dich hier beantworten. Hi, ich bin Janni von Smokey und auf dieses Video freue ich mich schon eine Weile. Heute zeige ich dir nämlich die Feuerflocken aus Avatar, damit du sie machen kannst und dann zum 27. Mal Avatar durchsuchen kannst. Aber pass auf jeden Fall auf, die Dinger sind übel würzig und richtig scharf. Weil es Feuerflocken sind. Als allererstes ist jetzt ganz wichtig, wir machen drei Methoden, wie du diese Feuerflocken nachmachen kannst. Die erste Variante ist am einfachsten und am wenigsten Aufwand, ist aber dementsprechend auch nicht so geil. Dafür benutzen wir nämlich gleich Cornflakes. Für die zweite Variante nehmen wir uns so ein Reispapier und machen uns daraus die übelst geilen Chips. Und die dritte Variante wird noch krasser, da machen wir nämlich direkt das Reispapier selber oder zumindest das ähnliches wie Reispapier, was wir dann schon vorher würzen können, sodass die Dinger durch und durch würzig und geil sind. Und du findest natürlich hier unten die Timestamps, das heißt, du kannst dich durchs Video klicken, damit du einfach direkt die geilen machen kannst. Schau aber auch das ganze Video für Watchtime und den Algorithmus. Das absolut Wichtigste an den Dingern ist natürlich, abgesehen von der Methode, die Gewürzmischung. Die machen wir natürlich wie alles in den Videos selber. Da rein kommt gleich ein bisschen Zimt, ein bisschen Sternanis und noch ein paar andere Sachen. Die groben Gewürze machen wir uns dann in einer Kaffeemühle klein. So eine mit den Schneidern, nicht so eine zum richtig Kaffeemühlen. Dadurch kriegen wir eine richtig geile, frische und deftige Würze. Und das wird so ein bisschen asiatisch angeregt. Es ist natürlich aus der Feuernation aus Avatar, deswegen muss es ja auch so sein. Und da kommt natürlich ordentlich Chili rein, weil es natürlich auch scharf sein muss. Es sind ja Feuerflocken. Ich habe es ja schon gesagt, als allererstes brauchen wir eine Stange Zimt. Die können wir uns schon mal versuchen, ein wenig klein zu brechen und dann in die Kaffeemühle schmeißen. Dazu schmeißen wir dann einen Sternanis und 2 Teelöffel Fenchelsamen. Dann kommen noch 2 bis 4 Teelöffel Szechuan-Pfeffer mit dazu oder alternativ irgendwelche getrockneten Chilis oder andere Sachen. Wir haben uns hier für getrocknete Jalapenos mit den Kernen entschieden und haben davon 4 Teelöffel reingemacht, damit es auch wirklich Würze hat. Als letztes noch 1/2 Teelöffel bunte Pfefferkörner und dann kann das Ganze klein gemahlen werden. Mit unserer Kaffeemühle ist das echt keine Arbeit. Du drückst einfach nur auf den Knopf und das Ding zersäbelt alles. Du musst es zweimal mal wieder schütteln, dass alles klein gemacht wird. Aber mit ein bisschen Geduld klappt das auf jeden Fall. Wenn du im ersten Gang noch nicht alles klein hast, ist das auch kein Problem. Du kannst es einfach alles durch ein relativ grobes Sieb geben und die großen Stücke nochmal in die Mühle schmeißen und nochmal klein machen. Sobald du dann alles zu einem feinen Pulver verarbeitet hast, kannst du dann noch 2 Teelöffel Cayennepulver, 2 Teelöffel Paprikapulver und etwa 1 Teelöffel Knoblauch und 1 Teelöffel Zwiebelpulver dazu tun. Zuletzt noch ein bisschen Salz und vielleicht etwas Zucker mit dran und deine Gewürzmischung ist fertig. Jetzt, wo unsere Mischung fertig ist, kommen wir auch schon zur einfachsten Methode. Und zwar die Methode mit den Cornflakes. Du kannst an sich alle Cornflakes nehmen, außer gesüßte, also die, die einfach nur stumpfe Cornflakes sind und nach nichts schmecken, außer nach Cornflakes. Die werden wir uns dann ganz einfach mit ein bisschen Honig einreiben, damit unsere Gewürzmischung, die wir dann dazugeben, ordentlich dran pappt. Und dann kommen die einfach in den Backofen, werden für 1/2 Stunde gebacken und dann sind die Fireflakes fertig. Für die Cornflakes-Methode musst du als allererstes deine Cornflakes in eine Tüte schmeißen und dann ein paar schöne Löffel von deinem Gewürzpulver mit dazu schmeißen. Dann packst du noch ein bisschen Honig mit rein, machst die Tüte zu und mixt alles ordentlich durch. Achte dabei darauf, dass die Cornflakes nicht zerbrechen, weil du willst ja keine Mini-Dinger haben, sondern schöne, dicke Flakes. Und du musst natürlich auch darauf achten, dass du alles gleichmäßig verteilst und überall was drankommt. Das ist aber gar nicht so einfach, weil der Honig natürlich am meisten an manchen Dingern klebt und nicht an allen. Aber mit ein bisschen Arbeit geht das auch. Dann verteilst du sie einfach auf einem Backblech und lässt sie bei 135 Grad Celsius für etwa 15 Minuten backen. Jetzt sollten die Dinger richtig schön knusprig sein. Die erste Methode ist jetzt fertig. Probieren tun wir die natürlich am Ende. Jetzt kommen wir zur nächsten und dafür brauchen wir das hier. Das ist halt einfach Reispapier, womit man Frühlingsrollen und Sommerrollen macht. Und die Dinger haben eine richtig coole Eigenschaft. Und zwar kann man die erstens einfach zerreißen oder zerbrechen. Man kann sie auch einfach klein schneiden mit einer Schere. Und wenn man die Teile, diese Schnipsel, in heißes Fett schmeißt, dann machen die so. Und das nutzen wir gleich, um uns richtig geile Chips zu machen. Das heißt, wir schmeißen die einfach in unser Fett, lassen die einmal machen, dann würzen wir die und fertig. Der erste Schritt ist jetzt natürlich, genau das zu machen, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich die Dinger klein schneiden. Das geht mega easy. Natürlich sollte deine Schere sauber sein und am besten nicht für irgendwelche anderen Sachen benutzt werden. Du kannst es auch mit dem Messer klein schneiden, aber mit der Schere geht es einfach so easy. Und dieses Reispapier kriegst du übrigens in jedem Laden, also wirklich überall. So, einfach in Streifen und dann klein schneiden. Jetzt musst du bei der Größe einfach darauf achten, die werden nachher sich nochmal verdoppeln. Das heißt, schneid die halt einfach so, dass wenn sie doppelt so groß wären, sie perfekt wären. Jetzt habe ich hier schon mal einen Topf stehen. Und dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Öl und das braucht jetzt nicht viel.
deswegen machen wir einfach mal den Boden so ein bisschen bedeckt und dann nochmal so ein bisschen mehr. So, mehr brauchen wir da gar nicht. Es kann aber sein, dass je nachdem wie viel du davon machst, du später noch ein bisschen mehr Öl da rein tun musst, weil die Dinger saugen sich richtig voll. Das hauen wir jetzt einfach mal an. Und wir haben hier schon mal das vorbereitet. Wir haben hier so ein Lochding und eine Schale mit Küchenrolle, wo wir die natürlich gleich reinschmeißen, damit die ein bisschen abtropfen können. Wir haben jetzt unsere Dinger da drin alle frittiert. Jetzt müssen wir nur noch natürlich mit unserer Gewürzmischung großzügig würzen und einmal durchschwenken und dann haben wir unsere Chips fertig. Also einfach so ein bisschen Gewürze dran. Nicht zu sehr einatmen, weil das Chili-Pulver in die Nase zieht. Und dann können die auch schon einfach so auf den Teller. Boah, Alter, es zieht richtig in die Nase. Schön würzen, dass überall schön gleichmäßig was dran ist. Und hier jetzt nochmal eine kleine Anmerkung. Die Dinger sind schon richtig geil geworden. Wir haben aber heute relativ dünnes Reispapier benutzt. Es gibt auch noch kleinere, aber dafür wesentlich dickere. Wenn du das Reispapier benutzt, dann kriegst du noch dickere Chips im Vergleich zu diesen hier. Die werden dann natürlich dicker sein und noch knuspriger und wirklich richtig crunchy Dinger sein. Die Teile zergehen halt einfach im Mund. Den zweiten Beutel haben wir jetzt auch fertig und jetzt kommt die dritte und letzte Variante und dafür müssen wir ein bisschen was tun. Dafür müssen wir nämlich als erstes Reis kochen. Den Reis müssen wir dann pürieren, mit unserer Gewürzmischung füllen, aufstreichen, in den Backofen tun, dann klein bröseln und dann frittieren. Ob sich das lohnt, das sehen wir jetzt gleich. Ich glaube, es kann sich lohnen, weil das Gewürz dann schon mit drin ist. Und wir können selbst bestimmen, wie dick die Dinger werden. Das heißt, die können richtig crunchy werden. Also fangen wir jetzt direkt an mit dem Reis. Der muss gewaschen werden und dann gekocht werden. Davor aber noch ganz kurz, lass auf jeden Fall ein Like da, wenn es dir bis hierhin gefällt. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du uns richtig unterstützen willst, dann schaust du auch in die Beschreibung. Da findest du den Link zu Patreon. Da kannst du uns unterstützen und kriegst noch ab und an mal ein paar Bonussachen. Also, wenn du da Bock drauf hast, mach das. Und schreib einen Kommentar, was du noch so sehen willst. Für die dritte Variante nehmen wir uns jetzt eine Tasse Reis und waschen die einmal kurz aus. Im Normalfall würden wir ja Reis immer dreimal waschen, aber hier reicht es, die einmal auszuwaschen, weil wir wollen noch etwas von der Stärke mit dran haben, damit es richtig schön pappt. Das Ganze tun wir dann in unseren Topf und packen die vierfache Menge Wasser dazu, also in unserem Fall 4 Tassen Wasser. Dann den Topf einfach in den Reiskocher stellen und den Reiskocher die ganze Arbeit machen lassen. Dabei ist unser Reiskocher übrigens richtig dreckig geworden, also wenn du das nachmachst, würde ich dir sogar empfehlen, es gar nicht in einem Reiskocher zu machen, sondern einfach in einem Topf kochen zu lassen. Da musst du den Topf einfach nur auf die Herdplatte stellen mit einem Deckel und das Ganze langsam runterkochen lassen. Der fertige Reis sollte dann richtig weich und matschig sein und das ist auch genauso gewollt. Den müssen wir nämlich jetzt zu einem richtigen Brei verarbeiten. Wir haben erst versucht, das Ganze mit einem Kartoffelstampfer klein zu machen und haben dabei auch schon 4 Teelöffel von dem Gewürzpulver mit reingemischt. Aber dabei kriegt man es auf jeden Fall nicht so breiig, wie man es will. Deswegen haben wir uns danach noch in unseren Mixer getan und mit ordentlich Flüssigkeit richtig gemixt. Dabei würde ich dir empfehlen, immer nur ein bisschen Flüssigkeit mit reinzutun und es dann wieder zu mixen, bis das Ganze dann ein Brei ist und komplett gemixt ist. Und sobald der Brei dann dünn und fein genug ist, kann das Ding in den Backofen. Wir haben jetzt gerade versucht, das erstmal nur klein zu stampfen, aber es war auf jeden Fall zu stückig. Deswegen haben wir es jetzt nochmal püriert und jetzt müssen wir das so gleichmäßig wie möglich hier drauf kriegen. Und jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, das reicht schon erstmal. Es riecht nach Weihnachten, um ehrlich zu sein. Und das verteilt, siehst du, so kann man es jetzt verstreichen. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Flüssigkeit hinzugefügt. Dadurch wird das am Ende ein bisschen länger im Backofen brauchen, weil das muss natürlich auch alles wieder raus. Aber dafür kriegen wir es jetzt auch so gleichmäßig, wie wir wollen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass die Ecken als erstes knusprig werden. Die müssen wir dann wahrscheinlich schon mal einmal rausholen, ein bisschen abbrechen und dann können wir es wieder reintun. 50 Grad bei uns Ober-Unterhitze, am besten Umluft, wenn du Umluft hast. Bei uns ist es Ober-Unterhitze und in 2 Stunden wissen wir, ob wir irgendwas falsch gemacht haben oder nicht. Nach etwa 2 Stunden Backen sollte das Ganze schon etwas antrocknen, aber es ist auf jeden Fall noch nicht komplett durchgetrocknet. Jetzt kannst du aber schon mal das Ding rausnehmen und die Ecken, die trocken sind, abbrechen und an die Seite legen. Den Rest musst du dann nochmal reintun und so jede halbe Stunde mal einmal nachgucken, wie es aussieht. Bei uns dauert das Ganze übrigens viel, viel länger, weil wir einen Ober-Unterhitze-Backofen haben. Wenn du Umluft hast, sollte es noch schneller gehen, aber der Prozess ist trotzdem der gleiche.
Unsere Masse ist jetzt fertig und das sieht gar nicht schlecht aus. Die ist noch nicht komplett durchgetrocknet, aber das meiste ist trocken. Man sieht, wir haben es wirklich dünn gestrichen. Das heißt, es wird ein bisschen schwer, das abzukriegen, aber es sollte funktionieren. Du kannst jetzt gucken, wenn du die Flocken abhast, dann kannst du das nochmal im Backofen tun und das, was noch nicht wirklich trocken ist, nochmal backen. Optimalerweise hast du das natürlich jetzt nicht nur auf einem Backpapier gemacht, sondern auf so ein Silikon-Backding, weil da kriegst du es wesentlich einfacher ab als davon. Aber so geht es natürlich auch, ist nur ein bisschen mehr Arbeit. So, jetzt können wir hier nämlich einfach unsere Flocken nehmen und man sieht, das, was trocken ist, können wir uns jetzt einfach abbrechen und der Rest wird einfach nochmal gebacken. So, das ist jetzt erstmal unsere erste Ausbeute und die werden wir ins Fett schmeißen. So, und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob unsere selbstgemachten Fireflakes, Feuerflocken funktionieren. Ich würde sagen, das funktioniert ziemlich gut. Oh yeah! Wir haben unsere drei Varianten fertig. Du hast sie ja schon gesehen. Jetzt wird probiert. Ich muss sagen, das Verteilen hat bei den Cornflakes-Dingern nicht so gut funktioniert, aber mal schauen. Crunchy wie sonst was. Die Gewürze kommen gut durch, aber ja, schmeckt halt nach Cornflakes mit den Gewürzen. Nicht geil, aber auch nicht scheiße. Die sind geil. Die sind richtig geil. Oh, viel würziger. Oh. Die sind ja schon ein bisschen weicher, weil die schon so lange liegen. Aber, Alter. Aber jetzt wollen wir hier mal die Dinger angucken. Die sehen ja brutal aus. Du hast den hier auf dem Thumbnail gesehen. Wegen dem klickst du. Wesentlich mehr Aufwand. Aber mal gucken, ob es sich lohnt. Boah. Die schmecken viel, viel gerösteter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir die ein bisschen heller werden lassen haben. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die Gewürze da drin sind. Aber dazu auch noch ein kleiner Tipp. Mach ruhig nochmal 2-3 Teelöffel mehr von dem Pulver rein. Ich glaube, die könnten mehr Würze vertragen. Aber geile Feuerflocken. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal, mach die Teile nach. Die gehen natürlich meiner Meinung nach am besten. Die sind aber auch geil. Dann würde ich sagen, ich gucke jetzt Avatar.